Und mit einer winkenden Hand begrüße ich euch bei Folge 56. Ja, wir waren gerade noch zuletzt bei der Baumfarm, die kann jetzt noch ein bisschen rödeln. Yep. Da warte ich gerade noch auf den Moment, dass sie hier wieder weiterlaufen kann. Wie viel hat. Sag nicht, dass hier ein paar Dinge empfehlen. Wie viel hast du denn? Okay. Warte mal, dann tue ich dich schon mal auffüllen. Ist aber laut hier. Oh, mehr kann ich gerade nicht tragen. Muss ich gleich zwei, dreimal fliegen. Mehr. So, dann kann ich uns eigentlich einen Stack davon abmupsen, oder? Ist das falsch? Nee, das ist eine falsche Option. Nee, das machen wir mal. Wir klauen uns einfach mal einen Stack da weg. Upp. Da ist noch nichts gelandet. So, mach das mal eben hier weg. Da muss ich auch vorbeischauen, dass die Kisten zumindest geleert werden. So, das ist fast voll. Das heißt, fast voll ist so, dass bald vielleicht diese Kiste dann befüllt wird. Das weiß ich noch nicht ganz genau. Nee, dann müssen wir das mal mit dem tauschen hier. Ja. 1, 2, 3 hier. Und da noch reinfüllen. Oh. Ist fast voll. Da müssen wir uns beeilen. Da müssen wir uns bald beeilen. Sonst wird das hier noch ein tödliches. Oh, warte mal. Holz. Kann ich da mitnehmen im Sack. Sonst würde das tödlich enden hier mit der Kiste. Sonst muss ich sagen. Kiste einmal hier hin. Upp. Einmal dahin. Und dann dahin. So, die Tür mal drüber setzen, falls irgendwas ist. Und dann hätten wir die Kiste hier ein bisschen gefüllt. Ah, ein Stack reicht. Die Geothermal- bzw. die Generatoren schalte ich jetzt erstmal gerade aus. Da habe ich jetzt gerade keine Lust drauf. Muss ein bisschen Juliumet haben, ein bisschen schnarchen. Kann hier nichts für, also was soll ich denn machen? Ich brauche ein bisschen Energie, ich brauche eigentlich von jedem alles momentan. Aber was ich habe, fehlt mir eigentlich alles. Naja. Das ist ja nicht schlimm. So. Ach, Kühe. Ist doch alles gut. Geht nur drauf später. Später oder irgendwann mal. So. Jetzt habe ich natürlich nur Platz im Inventar. Da kommt mir gerade das hier recht. Da kommt mir wirklich das gerade alles recht. So, Holz kann hier reingeschmissen werden. Brauche ich nicht. Sidechest. Da brauche ich wieder diese Dinger hier. Alles klar. Und komm, klopp hier. Darf ich viele, weiß ich gar nicht. Vier brauche ich ja sowieso separat. Was braucht denn die Top-Chests? Da brauchen wir 6 Stück von. Weil die Font und so kann ich nicht benutzen. 6 Stück. Okay. Dann machen wir mal. Warte, ich bin noch ein Trottel. Ich hätte das direkt so machen können. So. So geht's doch relativ schneller. Dankeschön. Und dann machen wir noch 4 davon. So, und dann 2, 3, 4. 2 von den kleineren, 2 von den mittleren, so einen komischen Chestlock. Das wird wohl die Lasche dafür sein. Und dann will ich vielleicht noch einen Top-Chest machen. So. So. Zack. Sind das mittlere oder klein? Ne, ich glaube hier die kleinen. Und zur Not noch interne Dinger. Wo haben wir sie denn? Ich glaube, es gibt auch interne Chests. Extra Changing? Nee. Ich meine, es gibt interne. Interne Chests. Da, Internal Storage. Okay. Da brauchen wir nur davon welche. Da würde ich sagen, machen wir gleich mal 2 Stück von. Oder vielleicht 3. Für später vielleicht so. Und 3 Stück, Dankeschön. So, das hab ich. Dann brauche ich, was brauche ich denn noch? Ach so, ich brauche noch was anderes. Aber erstmal werde ich mein ganzes Inventar leeren. So, was hab ich jetzt? Hier habe ich Internal und Top Chest. Dann hätte ich ja hier, den kann ich nicht draufsetzen, weil der jetzt beides kreuzt. Aber ich kann das hier benutzen. Side Chest.
Und vielleicht IntelliChest hier reinsetzen. Ja, komm. Eine Stunde brauche er jetzt dafür. Kostet 225 Kohle hoffentlich. Ich glaube, Kohle soll das heißen. Ich weiß nicht ganz genau, ob das jetzt so damit gemeint ist. So, jetzt brauche ich noch Addons. Und hier vielleicht noch was. Aber wir schmeißen erstmal den Rest hier noch rein. So, das kann hier rein. Die Dinger können hier rein. Ah ne, der Cacher bleibt da. Das dahin, das dahin. Chestlock. Sortieren wir mal so. Internet Chest. Die Dinger dafür. Und dann sortieren wir den Rest auch mal so. Ah ne, das ist ein interner Chest. Large Blank. Huge Large. Okay, so muss das angeordnet werden. Alles klar. Und. Warte mal, da habe ich noch diese PCBs. Die kommen hier unten rein. Ich brauche nämlich noch weitere Sachen. Aber die weiß ich nicht, wie die heißen. Da muss ich durchgucken. Da muss ich, wie gesagt, durchgucken. So. Dann schauen wir mal. Ah, wir kommen auf der Sache doch näher. Da ist es doch schon. Melter. Extreme Melter. Ich weiß nicht, wie das heißt. Fertilizer. Fertilizer. Da haben wir einen. Oh, das ist ja einfach. Ein PCB. Knochenmehl und zwei Flaschen und Leder. Okay. Das kriegen wir doch noch zu. Eigentlich noch knapp hin. Leder, Leder, Leder. Glas habe ich drin, das heißt. Komm, so also bekomme ich drei Flaschen raus. Soll ich da gleich noch einen rausmachen? Ja. Kann man sogar drei rausmachen. Ich habe bestimmt irgendwo Glasflaschen hier gehabt. Ich Trottel, aber die kann ich nachher oben hier reinschmeißen. Das ist ja kein Problem. Leder habe ich da hinten drin, ne? Dann brauche ich die beiden BCBs. Und dann brauche ich Knochenmehl. Das habe ich, glaube ich, auch da. Die Sonne geht unter, aber die Folge ist noch nicht zu Ende, weil ich jetzt gerade nicht die Tagesfolgen schaffe, sondern immer so ein Stück aufnehme. So, da waren jetzt schon Glasflaschen, die fallen, waren da 6 Stück. Okay. Na, Leder. 1, 2, 3. Ich brauche nur 2 Flaschen. Dann können die Rest nämlich hier reingeschmissen werden. Zack. 2 Fläschkes. Und dann brauche ich Knochenmehl. Komm her. Da reichen auch 2. Und dann brauche ich die kleinen PCB. Dankeschön. Und dann muss ich das irgendwie so ansortieren, wie es hier steht. Dann nehmen wir mir ganz schnell das Rezept. Links, rechts eine Flasche. Leder. Und Knochenmehl. Nice. Das brauchen wir. Das ist ein Anlegeteil hierfür. Alles klar. Da kommt später Knochenmehl für Fertilizer rein. Dann brauche ich noch. Oh, wie heißt das? Warte mal, ich habe das aufgeschrieben. Den Large Whaler. Oh, das ist teuer, glaube ich. Da ist er. Da brauche ich 2 erstmal davon. Was kosten die? Schienen. Schienen kosten die, okay. Denn ich habe nämlich ein Problem, Schienen herzustellen. Ist ganz einfach. Der Grund ist, ich muss sie hier drüber stellen. Naja, kriegen wir ja hin. Dann mal so. Dann hier ein bisschen Eisen hin. Okay, 8 Stück haben wir schon mal. Dann brauche ich nämlich noch was. Ich brauche nämlich, um Schienen herzustellen, brauche ich das Zeug, die Holzbettschienen. Dafür brauche ich, okay, da brauche ich, Holz. Und wisst ihr was? Dann machen wir uns jetzt mal ein paar Glasflaschen. 15 Stück. Ich glaube, die füllen sich ganz gut damit auf. Einmal Knochenmehl hier irgendwo rein. Dann schaue ich mal gerade unseren Bienen, wie fortlaufend die hier schon sind. Okay. Da könnte ich sagen, machen wir hier so. Machen wir das mal so. Das gleiche gilt jetzt hier auch. Upp. So. Ah ne, dann machen wir mal 2 rein. Damit vielleicht nichts passiert oder so. 2,6 fast geil.
jetzt muss ich die Glasflasche mit Teeröl auffüllen. Aber bevor wir zum Teeröl gehen, beende ich die Folge. Das heißt, wir sehen uns gleich wieder in der nächsten und tschüss.